So, servus. Heute vom Häckseln live dabei für euch, euer Alex E. Wir häckseln Mais bei meinem Onkel, mein Bruder, meine Cousine und ich. Wir sind die drei Abfahrer und heute ist der Klaas Jaguar vom Lohnunternehmen Müller aus Rottershausen am Start.
Mein Bruder ist gerade fortgefahren und auf dem Abfuhrgespann mit dem Brandner-Kipper, da sitzt meine Cousine. Und das ist das schicke Gespann, das ich fahren darf. Und da ich heute auch mit abfahren muss, gibt es ganz wenig Aufnahmen vom Boden. Dafür aber mehr aus der Ich-Perspektive. Der Jaguar 860, der hat einen Mercedes V8 hinten eingebaut, quer. Macht ordentlich Bums, das Gerät. Der Mais, den ihr hier seht, der ist gerade im Moment etwas unterdurchschnittlich. Das liegt daran, dass an dem Acker hier der Boden sehr, sehr mager ist und auch nur ganz dünn, da direkt unten drunter gleich der Kalkstein beginnt. Denn hinter der Hecke im Vordergrund ist dann auch schon einer der Steinbrüche hier in der Gegend. Leicht verwackelt sein, da ich ja gleichzeitig fahre und Kamera führe. So, auf dem Wechsler drauf, der Hopp der Maximilian. Vorne dran haben wir ein Camper-Gebiss, kein Glasgebiss, sondern von Camper. 6 Meter nimmt es, soweit ich weiß. Der Mais, der als ganze Pflanze gehäckselt ins Silo reinkommt, wird für die Gärung fürs Futter gewalzt, dass der Sauerstoff draußen ist, dass dann die Milchsäuregärung stattfinden kann und der Mais haltbar wird im Silo.